Platz Nummer 11. Ein kleiner Holzsteg gewährt euch den Zugang zum Platz Nummer 11. Zu eurer Linken befindet sich eine Holzplattform, wo ein Zelt aufgestellt werden kann. Unter dieser Plattform befindet sich genügend Platz für eure Routen. In diesem Seeteil gibt es unendlich viele Spots. Vor euch befindet sich ein 300 Meter langer Schilfgürtel. Zu eurer Linken ein großer Kanal, der den Seeteil mit dem Platz Nummer 10 verbindet. Oder die Inselgruppe zu eurer Rechten, welche immer produktiv ist. In der Mitte des Sees befinden sich außerdem einige versunkene Inseln. Der große Schilfgürtel hat am Ende der rechten Seite eine kleine Öffnung, welche diesen Seeteil mit dem Platz Nummer 14 verbindet. Eine super Durchzugsstrecke für die Fische, um zu den anderen Seeteilen des White Lakes zu gelangen.